Ja, weiter rein. Temptation Island Folge 9, liebe Freunde. Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier auf YouTube. Grüß Gott miteinander. Wir sind hier gerade live auf Twitch. twitch.tv/SettoTalk. Bitte gerne abonnieren, reinkommen, falls ihr Twitch-Profis seid. Lasst mir gerne direkt euren Prime-Sub gerne kostenlos da. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten, liebe Grüße gehen raus an RTL Plus, dass ich hier auf den Kram reagieren kann. Letzte Folge war bescheuert, gerade zum Ende hin, als hier, wie heißt die beiden, Dave und Annalena ihren Gedicht aufgesagt haben. Ich weiß noch nicht, ob ich bereit dafür bin, aber wir gehen rein. Temptation Island Folge 9. Let's go. Da ist Dave, ne? Ich versetze mich gerade in Christinas Lage und es tut weh hier. Ah, krass. Krass. Du Armer, nicht weinen. Ich möchte nicht, dass sie das sieht, ohne dass ich dabei bin. Das ist meine Bitte an euch. Darf man diesen Arm nehmen? Bro, alles, was die ab jetzt machen, alles, jeder einzelne Step ist einfach nur cringe. Allein, dass sie gefragt hat, kann ich dich jetzt in den Arm nehmen? Es war einfach cringe. Fakt, fertig. Das ist eigentlich eine normale Frage, ja, aber es war cringe. Es war einfach cringe. Ich fühl's nicht. Ich mir selber sogar ein bisschen auch leid tue. Aber so spielt das Leben. Zu spät. Es ist zu spät. Es ist zu spät und er hat ihn jetzt in diesem Moment hat er seine Prinzipien komplett über Bord geworfen. Komplett über Bord geworfen. Und man merkt, dass du oft auf die Presse gefallen bist. Aus dem Grund bist du so, wie du bist. Eine krank, starke Frau mit so viel Selbstbewusstsein, dass es. Das ist ey, fuck, Alter, das ist schon krank. Das ist crazy. Das ist sexy. Das ist Alter, und trotzdem heul ich und trotzdem stehe ich wieder auf und tanze. Und? Ja, ganz genau. Du darfst so heulen, wie so viel du willst. Am Ende des Tages zählt, dass du wieder hier stehst, wie du jetzt gerade. Ja, Mann. Das ist die Hauptsache. Deswegen, ey, du bist nie alleine, du bist immer oben stehen, egal was kommt. Egal was kommt, hast du verstanden? Egal was kommt. Scheiße, Mann, ich freue mich so aufs Lagerfeuer, ne? Ich freue mich so aufs Lagerfeuer, ihr checkt's nicht. Gute Nacht, Jane Berne, mein Löwe, mein Bär. Ich sag gar nichts mehr. Warum pennen die eigentlich immer zusammen in einem Bett? Gedicht. Jetzt sind die noch im Zimmer. Oh. Warum pennen die immer zusammen? Haben die nicht jeder ein einzelnes Zimmer? Oder ist es so, sagen wir mal, Bromance, so ein auf den? Die wollen nicht alleine schlafen. Ah, ciao. Hört nicht auf. Er macht weiter wie eine Rakete. Tschüss. Ich wünsche mir, ich könnte es rückgängig machen. Und dir so ein reines Herz, dass es mich hält. Aber das sehen viele nicht. Und diese große Klappe, das ist alles nur Fassade. Das ist, um Leute auf Abstand zu halten.
mit alles ein letztes Hemd teilen. Digga. Ich trete das mit Füßen. Das sind halt Gedanken, positive Erinnerungen, wo sie mir gegenüber sich geöffnet hat, wo sie einfach glücklich war. Diese Momente kommen hoch. Ich habe das Gefühl, dass sie einfach hintergangen hat. Das war ja schon eine Offenbarung. Schlimmer geht's nicht. Ich habe mich an meinen Teil der Abmachung nicht gehalten. Wir haben's verkackt. Meine lieben Frauen, bei den letzten Bildern brauchtet ihr bereits starke Nerven. Seitdem ist einiges passiert in der Männervilla. Was? Das zeige ich euch heute Abend beim dritten Lagerfeuer von Temptation Island VIP. Macht euch auf was gefasst. Junge, das wird das krankste Lagerfeuer der Welt, ne? Süße, positive Bilder, dass sie nett über mich redet, dass sie sagt, dass sie mich vermisst, dass sie mich liebt. Oh, der Arme, der wird voll Lagerfeuer, Lagerscheuer, Lagerfeuer, Lagerfeuer, yeah, 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 let's go. Dass sie hofft, dass wir uns bald wiedersehen und keine anderen Bilder möchte ich sehen. Michelle, du hast schon einige Bilder von Gigi gesehen. Dann bin ich jetzt auf deine Reaktion gespannt. Perfekt. Michelle. Michi. Wow. Dein Ernst? Schon wieder fickt er irgendwas. Was ist das bitte? Mein Gott. Das ist so krank. Junge, peinlich. Es ist krass peinlich. Das ist aber eine andere, die Blonde, ne? Das ist die Tülay. Ich gehöre dir. Oh mein Gott. Ich gehöre dir. Ach du Scheiße. Ich esse dich auf. Ich esse dich auf. Schwer alles, ne? Schon alles Dings, schon hart alles. Okay, ciao. Nein. Warte, noch einmal. Nein. Hat sie ihn auf den Mund geküsst? Ich weiß es selber nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kuss nur auf die Wange war oder auf den Mund. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your balls. Oh, all you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. Was war das für ein Kuss? War das ein Kuss auf die Wange? War das ein Kuss auf den Mund? Warum hält er dabei meine Foto und mein Bären in der Hand? Das ist so ekelhaft. Menschen im ganzen Leben getroffen haben. Alles okay? Ich habe auch gar keinen Bock, da jetzt drüber zu reden. Dieses Gummel da keine Fragen beantworten und gar nichts jetzt. Er ist der ekelhafte Mensch, den ich in meinem Leben getroffen habe und fertig. Aber vielleicht hat er noch was dazu gesagt. Du weißt es doch nicht. Ja, aber dann, dass er jetzt in eine Situation kommt. Wenn die so auf ihn drauf springt, dann hat es ihn wegzuschubsen. Was ist das für eine ekelhafte Scheiße? Ja, aber das Scheiße. Kam ja zu gar nichts. Nee, aber da gebe ich ihr recht, ne? Da gebe ich ihr wirklich recht. Ich finde die Sachen, die Gigi gemacht hat jetzt mit hier Pfosten, das ist halt der ist ein Idiot, so, ne? Aber wenn die halt auf einen zukommt und dann mäßig einen Gute-Nacht-Kuss geben will, egal ob auf Backe oder nicht oder wohin auch immer, da kann man schon so machen, so, ey, sorry, geht nicht.
Abstand, SOS, Hilfe. Was ist deine Seite, Herr? Was ist deine Seite? Nein, Christina, manchmal sind Bilder eindeutig, weißt du. Der hat mich schon oft genug bloßgestellt, auch im Privatleben, dies, das, aber mich im Fernsehen auch noch, das kommt nämlich dazu, macht alles 100-mal schlimmer, mich im Fernsehen bloßzustellen, als seine Freundin, als seine Partnerin. Mm-mm. Gigi, vermisst du Michelle? Boah. Ich vermisse sie übel. Also ich vermisse Michelle so sehr. Ich hoffe, sie tut sie auch, im ganzen Ernst. Ich bin gespannt, was du zu den Bildern sagst. Vorwurf zu machen, weil ich Geld hab. Ja, du lebst von deinem Geld, du dummer Junge. Du lebst von deinem Geld. Also halt deine Schnauze. Sei froh, dass ich Geld habe, sonst wärst du wahrscheinlich noch viel weniger. Das Traurige ist, ich will immer mein Geld. Und ich werde dir diese Sache erzählt, der dort niemand natürlich nicht. Das ist immer voll peinlich. Jetzt vermisse ich dich, Junge. Du hast mich nur blamiert, du Fisch. Und dann sagt er noch zu mir, ja, ich bin als Prinzessin aufgewachsen, hab alles in den Arsch geschoben bekommen. Und ach ja, aber du lebst ja auch von meinem Geld. Also, was laberst du, Fisch? Stört halt nicht, dass ich Geld hab, oder? Zahlt jeden. Wie der immer, seine Lieblingsbeleidigung ist Fisch, ne? Du Fischkopf, du Fisch. Weil es ist keine Beleidigung, es ist trotzdem irgendwie ein bisschen hart, das zu seiner Freundin zu sagen. Für ihn, sie zahlt ja, alles so. Für ihn. Mann. Er war halt die ganze Zeit gemeint, ja, die auf sexuelle Art findet er bla bla bla. Und er hat immer statt sexuell, hat er sexistisch gesagt, das Wort. Ja. Er versteht nicht, was das Wort sexistisch bedeutet. So peinlich, dass ich nicht mal Deutsch kann. Bitte, der Prinz, immer scheiß Wörterbuch zum Deppen, Alter. Das wirft ein blödes Licht auch auf dich, wenn du noch weiterhin mit ihm zusammenbleibst. Gigi, Bruder, du bist absolut ein Lappen. Du weißt nicht, wie es mit Frauen umzugehen hast. Ich zeig dir das auf jeden Fall, wie es geht. Lass dich überraschen. Die nächsten 6 Tage, 7 Tage, egal wie lange wir noch haben. Ich zeig dir, wie es mit deiner Frau umzugehen hat. Du sollst lieber mal ein bisschen weniger deine Haare färben. Dann kannst du auch viel. Das Witzige ist halt, der Typ da links, der gerade so. Das ist schon hart cringe. Das ist schon sehr unangenehm, wie der gerade denkt. Der kann irgendwas. Der ist irgendwie cool oder so. Cool, sehr cool. Geh dir lieber mal deine Haare färben. 99 aus deiner Tasche holen und ein bisschen für deine Frau, Digga, was denn los mit dir? Ein Döner mit Iron holen, weißt du, was ich meine? Du musst ein bisschen deine Männlichkeit zeigen, was denn los mit dir? Oh mein Gott. Oh, toll. Das ist toll. Absolut ein Feierabend, sag ich dir. Gigi, Feierabend, ja, Salome. Und dann Hacke voll, ne? Hacke dicht sind die. Hacke dicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist richtig leid, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mittelfinger, alles auf dem Hand. Oh mein Gott. Schau mal, was muss ich runter laufen? Oh mein Gott. Junge, Alter, wie peinlich, Mann. Alter, wie peinlich, Bra. Junge, was ist das, Alter? Ich hab's auch gesehen. Oh mein Gott, ja. Stimmt. Jemand hat gerade im Chat geschrieben, kirisiert, das ist einfach die Definition einer toxischen Beziehung. Das ist wirklich so. Beide tun sich gegenseitig nicht gut. Einfach Punkt. Fakt. Sehe ich genauso. Das ist die ganze Zeit in meinem Kopf schon gewesen. Ich war mir nicht sicher, ob ich es aussprechen soll. Jetzt kann ich einfach deinen Kommentar vorlesen. Du hast ja gesagt, weißt du, jetzt bin ich mäßig unschuldig. Warum ist sie mit dir zusammen? Sie sucht jemanden, der was ist alles, der Grund? Was nicht Gigi ist. Warum bist du was, mit dir was zusammen? Was ist der Grund? Das macht gar keinen Sinn. Was ein Fisch in meinen Augen. Wirklich, Leute, es gibt Fische und Fische. Aber so einen Fisch habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Gigi, schwächt das deine Gefühle für Michelle? Nein. Nein? Du musst auch mal aufwachen. Du musst aufwachen. Das geht gar nicht, G. Ist das nicht demütigend? Übel. Die hat mich entmannt. Die hat mich als Lutscher dargestellt. Pah. Wenn du mit dir zusammenbleibst, dann bestätigst du das. Manchmal bin ich echt blind vor Liebe.
Aber zum Glück, ich will auch nicht mein Gesicht verlieren. Ihr habt auf jeden Fall vieles zu klären. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Soll ich meine Ringe holen und so eigentlich? Dann bist du auch noch da. Du kannst auch gerne weiterhin schlafen. Kein Problem. Ja? Bin ich nochmal. Gönn dir. Ja? Schwer? Für uns. Für uns. Das ist ja voll unbequem, oder? Ach. Bitte. Was ist das, Alter? Was lässt du denn klären? Ja, ich habe jetzt nichts für dich. Das ist so eine Sch**, ne? Das ist so eine. Du hast doch vorher schon auf Brunnen geschlafen. Jetzt wäre ich hier eigentlich. Ich schlaf gar nicht mehr im Bett. Brunnen. Die nerven einfach. Meine Fresse, Alter. Könnt ihr die hier mit einladen? Ich verstehe nicht, was das für ein Kindergarten soll. Warum schläft sie jetzt schon in seinem Bett? Warum schläft er auf dem Boden? Warum will er, dass sie bei ihm schläft? Das verstehe ich gerade nicht. Weil er mit dir Zeit verbringt, ja, glaube ich. Ist er dumm? Ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe seine Gedanken nicht. Man sieht, wie verletzt sie ist, ne? Dieses Weib ist Punkt. Ist es okay? Nein, es ist nicht okay. Doch, es ist okay. Boah, du nervst jetzt schon. Im echten Leben hätte Alex gesagt, halt dein Maul. Rede nicht. Und dann noch extra so ausziehen und zeigen, dass sie was hat. Das hier? Die hat gar nichts. Das ist ein Blach. Also die ist halt gerade sehr sauer, sehr geladen und so, ne? Trotzdem ein bisschen unangenehm. Oh, es ist alles unangenehm. Es ist alles so unangenehm. Oh, ich krieg langsam Verspannungen und so. So. Ich komme darauf nicht klar. Ich bin richtig krank gerade. Salbe. Ja, jetzt wird die gezeigt. Muss ich Massage? Du sollst den Finger nicht einen runterholen. Habe ich auch gemacht. Deswegen alles gut. Ich wollte Videos sehen, wo sie glücklich ist. Perfekt. Alles gut. Ganz ehrlich, haben wir auch alle gemacht. Dann stehen wir da geholfen. Ich bin das einzige Opfer hier. Bleib hier raus, wie man nicht, dass noch Bilder kommen. Sandra lässt noch weitere Berührungen zu, vor allem von einem ganz bestimmten Mann. Let's go. Let's go. Ja. Aber gut gemacht. Mann. Gerade vorbei. Das lohnt sich echt wenig. Meiner Meinung nach hat uns das Date enger zusammengeschweißt. Vielleicht so die 10 Minuten, wo wir off-cam waren. Sagen, oder? Ja. Ich muss sagen, dass wenn Lala sich so verhalten hätte, da gäbe es gar keine zwei Meinungen für mich. Das Spiel wäre sofort beendet.
Es gibt Dinge, die tut man einfach nicht, die macht man einfach nicht. Und man nutzt auch die Liebe eines jungen Mannes nicht aus. Er ist jetzt sehr jung, er liebt sie und übersieht dadurch seinen Stolz. Und alles, was ein Mann eigentlich prägen sollte, ganz egal, wie sehr er seine Frau liebt. So etwas darf kein Mensch mit einem anderen machen. So jemanden schießt man direkt in den Mund. Es ist nicht schwer, sich gut zu verhalten gegenüber seinem Partner. Es ist nicht schwer, treu zu sein. Es ist nicht schwer, man kann es machen. Ich mach's gerne, ich mach's mit Stolz und ich mach's ehrlich. Weil ich meine Frau liebe. Und wenn sie es nicht tut, dann ist es vorbei. Tommy. Harte Worte. Harte Worte. Es tut mir unfassbar leid, dich so traurig zu sehen. Was geht dir gerade durch den Kopf? Sorry. Sandra ist die erste Frau, die ich liebe. Und die erste Frau, die mich, die mir das Herz bricht. Und so amüsant das scheint, gleichzeitig ist das schon ein krankes Format, wie beide Seiten richtig hart gegeneinander ausgespielt werden. Das ist bescheuert. Temptation Island ist ein bescheuert krankes Format. Das will einen ja mäßig dazu bringen, dass man fremd geht, auf gut Deutsch. Das ist ja der Punkt bei Temptation Island. Und das ist ja, das müsst ihr euch ja mal auf der Zunge zergehen lassen. So, man wird dort verführt. Das ist eine Situation, die man im Alltag nicht hat. Außer man geht feiern und keine Ahnung, dort läuft jemand rum, der einen so toll findet und nicht von einem loslässt. Dann wird man vielleicht auch verführt. So, aber wisst ihr, wie ich meine? Das ist schon krass. Das ist schon sehr krass. Without you. Kann man da rauskriegen, was da passiert ist? In die 10 Minuten in deinem Wender, was der labert? Da war doch ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Kann man den fragen, den Typ? Der muss sagen. Der muss sagen, wir müssen das doch wissen. Oder nicht? I think I'm lost without you. Du wirst Sandra bald sehen, dann kannst du sie fragen. Ein paar Tage noch, Tommy. Strangers rushing past, just trying to get home. Ihr dürft jetzt zurück in eure Villa. Bitte fangt Tommy so gut es geht auf und seid ihm da. Wunderbar. Genießt die letzte Zeit mit euren Verführerinnen. Wir sehen uns ganz bald wieder. Okay. Und Tommy, Kopf hoch. Hart, hart, hart. Hartes Ende. I think I'm lost without you. Das war's mit dem Video. Liebe Freunde auf YouTube, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke. Und schaut auf Twitch vorbei, wenn ihr Bock habt. Ansonsten kann ich euch noch empfehlen, Instagram vielleicht. Habe ich gerade selber eingeblendet, weil ich habe hier auf Twitch, ich habe so Knöpfe, kann ich drücken. Geil, oder? Sagt ehrlich, geil diese Knöpfe und so. Sagt ehrlich, ich freue mich voll drüber.